So, da hatte ich gerade eine Störung, wie ihr gerade gehört habt, dieses Hallo von Thomas. Boah, ich muss immer das Gamma hochstellen. Wieso stellst du denn immer das Gamma runter, wenn ich auf den Aufnahmeknopf drücke? Ist das jetzt bloß im Minental so, oder? Weiß es nicht. Und ich bin hier rausgerannt. Haben hier mit Parsival gebettelt und so. Aber wobei, das habt ihr ja gesehen. Oh mein Gott, ich höre mich schon langsam wie meine Lehrerin an. Und zumindest meine Rechenwesen-Lehrerin so. Wobei, da war die ja da. Aber dieses Wobei, das habe ich sonst immer, eigentlich auch immer gesagt. So, dann gehen wir zum Ghost Baron mit auf. Teleportieren wir uns hin. Loading. Was ist das? Ein Loading. So, dann sagen wir Torloff Bescheid und dann würde ich mal sagen, dann bin ich auch gleich auch wieder fertig mit der Aufnahme. Dann kann ich weiter WoW. Eigentlich wollte ich Videos gucken, aber naja. Aber ich konnte eh irgendwie nicht so ganz Man weiß spielen, gar nicht weil mehr, irgendwie wie die man Server dann kann. auf einmal down waren. Ich wollte die gerade so questen und Oder dann auf wie sie nun einmal mehr leben können. aus dem Spiel rausgeworfen. Er hat auf die Oh Frage mein Gott, diese geschissen. Folgen nehme ich schon wieder. Das interessiert mich. Torloff. Das ist doch alles nur Das Tor zur Burg im Minental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen. Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten. Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladine aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen. Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Ich werde mich da nicht einmischen. Wirst du mir jetzt helfen, zur Insel zu kommen? Nicht, du hast Ach ja, du wolltest ja zu einer Insel. Da muss man auch mal Ich mach dir einen Vorschlag. Du zahlst mir 2500 Goldmünzen und ich führe dein Schiff. Dafür werde ich dich dort auch in Stärke und Geschick unterrichten, wohin du auch immer segeln willst. Okay, auch bis ans Ende der Welt. In Ordnung, hier hast du das Gold. Wunderbar, jetzt musst du mir nur noch genau sagen, was ich machen soll. Sei mein Kapitän. In Ordnung. Besorg mir ein Schiff und eine ausreichend starke Mannschaft und ich bring dich zu der verdammten Insel. Hast du eine Seekarte? Ohne so ein Ding werden wir nicht... Lass das meine Sorge sein. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Gehen wir nach Steffe Hafenstadt. Und dann... Oh, was ich ja noch machen wollte. Ich wollte ja noch zu Basta schnell gehen. Und das mit den Schattenläuferhörnern noch machen. Oder zumindest mit ihm darüber noch reden. Genau, das mache ich jetzt auch noch in dieser Aufnahme. Den können sich auch noch umhauen, aber nee. Vor allem, wie die Söldner da vorne jetzt einfach weg sind, die der Wache gestanden haben. Ist nur noch Sentenza da. Dann rennen die Orks da hin und kloppen Sentenza sofort um. Das wäre cool. Da würde ich gern dabei sein. Aber leider geht das ja nicht mehr. Reden wir schnell mit, Buster. Okay, okay. Mein Stadthändler... Was heißt das? Er ist tot. Du kannst... Okay. Er ist tot. Hey, du! Zeig mir die Auswahl. Die Auswahl ist nicht groß, okay. Okay. Gehen wir noch zur Hafenstadt. Dann will ich noch schnell mit Jack reden. Dass Dingens hier bereit wäre, seinen Leuchtturm zu hüten. Der gute alte Brian. Harald der Schmied, der hat so einen Lehrling und das bin ich. Ja.
Das ist ein vernünftiger Kerl. Der wird mir bestimmt meinen Leuchtturm hüten. Mhm. Gollum. Wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Weiß Gott gar nicht. Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Mal sehen, ob der Junge. Wie soll's. Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde hier bei meinem. Okay. Tja. Nun. Moment mal, ich brauche ein Schiff. Ja, lol, damit war ich doch schon bei Lee. Und die Schiffwachen, mit denen habe ich auch schon geredet. Ich erzähle dir doch nichts Neues. So, auf zum Schiff. Das wird sich nie mehr. Kannst du mich treffen? Ich kann dir zeigen, wie. Ich habe schon gehört, dass du ziemlich gut bist. Aber ich kann mal wissen. Okay. So. Lass uns zur Insel auf. Alles klar. Hier mit der alle an Bord! Denk daran, dass du auch wirklich alles dabei hast, was du brauchen könntest. Es gibt kein. Wenn du dir sicher bist, hau dich erstmal in der Kapitänskajüte auf. So. Ich brauche ein Schiff. Ich werde dann nochmal schnell mit Lothar eigentlich reden. Sollte ich auch noch. Habe ich es auch noch vor. Mann, ich habe noch ein paar Sachen vor. Aber die Blutkelche, das mache ich nicht mehr, nee. Das würde mir erstens mal A zu lange dauern und B, müsste ich da Taschendiebstahl an. Ich habe keine Lernpunkte mehr dafür. Na gut, ich habe 10. Aber ich müsste mir nochmal Geschicklichkeit holen. Halt! Einen Unruhestift. Geh genau zu laut. So, wie du sagst. Wollen die mich verarschen? Halt! Einen Geh zu. Das höre ich zum ersten Mal. Ich. Ich wundere mich. Mich jetzt verarschen? Glaubst du wirklich? Halt! Du bist halt. Okay. Ich hab was anderes gehört. Von mir erfährt keiner was. Das hätte er auch selbst wissen können. Was macht ihr meine Zeit verplempern? Okay. Das war keine große Seite. Naja. Aber Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt aufs Schiff, weil die eine Mission, ich brauche ein Schiff, habe ich eigentlich schon längst gelöst. Ich weiß gar nicht mal, warum das noch in meinem Questlog ist, aber egal. Ich habe Lee damit gesagt, Schiff gehört mir. Und ja. Dann rede ich jetzt vielleicht noch mit Kirion. Oh nee, doch nicht. Warum rennt Gorn jetzt hin und her? So, Kirion. Wenn wir die Sache. Okay. Suche ich die Kapitänskajüte noch? Nee, da geht's nicht hin. So, und bevor wir ins nächste Kapitel gehen, werde ich dann auch beenden. Ach ja, die ist ja. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Hier ist ein Lederbeutel. Und zudem
ist hier die Tür. Aber Leute, ich würde mal sagen, oder mal schlicht behaupten, das machen wir nächstes Mal. Werde ich noch die ganzen Runen ablegen, weil die Runen brauche ich ja nicht mehr. Es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Ihr habt der Tarlov gehört, wie er das gesagt hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the sun. Yo!